Herzlich willkommen bei Karmananda ganzheitlich. Mein Name ist Günter Karl Hartner. Ich bin Arzt für ganzheitliche und ursächliche Medizin in eigener Praxis. Heute geht es um das interessante Thema Vitamin B12. Ich erzähle erst ein paar wichtige Fakten und dann komme ich auch schon zum wichtigen Teil, und zwar, welches Vitamin B12 ist das Richtige? Da gibt es nämlich verschiedene, das ist ganz wichtig. Und wie viel davon soll man einnehmen? Gut, fangen wir gleich an. Vitamin B12 ist wirklich sehr wichtig für unseren Körper, und zwar unter anderem für den Homocysteinstoffwechsel. Das ist ein Aminosäuren-Zwischenprodukt des Homocystein, was die Gefäßverkalkung begünstigen kann. Das ist also ein gefährlicher Stoff. Die roten Blutkörperchen werden gebildet, unter anderem durch das Vitamin B12. Und auch die Eisenaufnahme wird gefördert bei Anämie, bei Eisenmangelanämie. Dann die DNA-Synthese, also unsere Erbsubstanz, wird repariert und synthetisiert durch das Vitamin B12, und das Zellwachstum wird angeregt. Und die Neurotransmitter brauchen Vitamin B12, also auf Deutsch, unsere Nerven brauchen B12. Also ist auch für die Nervenregeneration wichtig. Dann ganz wichtig, das wissen komischerweise viele nicht, also da bin ich dann auch immer wieder erstaunt, wenn meine Patienten mir das erzählen, dass, wenn Magensäureblocker eingenommen werden, H2-Blocker oder Protonenpumpenhemmer, wie man auch immer sagen möchte, wenn Leute eine erhöhte Magensäure haben oder eine Gastritis, ein Magengeschwür, dann kriegen sie einen Magensäureblocker. Und dadurch wird tatsächlich das Vitamin B12 gedrückt. Da brauchen wir mehr davon, erzähle ich gleich noch, wie das funktioniert. Auch durch Ibuprofen ist die Vitamin B12-Aufnahme tatsächlich verringert. Und auch durch andere Schmerzmittel. Verringert oder mehr B12 brauchen wir auch bei einer Gastritis, bei einer Magenschleimhautentzündung, bei einer Bauchspeicheldrüseninsuffizienz, Pankreasinsuffizienz, bei einem sogenannten Bacterial Overgrowth Syndrom im Darm. Das zeige ich hier noch gleich an der Puppe und an einem Schaubild. Dann bei einem erhöhten, stark erhöhten oxidativen Stress wie dem Nitrostress. Da kannst du gerne dir das Video Entzündung und Oxidation anschauen. Da habe ich das ganz genau erklärt mit dem Nitrostress. Das ist ein höchst komplexes Thema. Und beim Diabetes Typ 2, wenn die Menschen, die einen Diabetes haben, eine Neuropathie bekommen, also wenn die Nerven dann schon in Mitleidenschaft gezogen werden, das wäre nun mal ein Auszug aus dem Gesamten. Da gibt es natürlich auch noch mehr darüber. Hier habe ich das mal aufgezeichnet, das ist der Magen, und hier schlucken wir das Vitamin B12 oder nehmen es mit der Nahrung auf, und hier ist das im Magen dann drin, und dazu brauchen wir dann im Magen den sogenannten Intrinsic Faktor, und dieser wird ausgeschüttet von den sogenannten Belegzellen im Magen, ne? Die schütten den Intrinsic Faktor aus. Und die schütten auch Magensäure aus, gell? Magensäure, so. Und wenn wir einen Magensäureblocker nehmen, der hemmt die Dinger hier für 24 bis 48 Stunden. Und dann wird nicht nur die Magensäure gehemmt, sondern auch der Intrinsikfaktor. Und das Vitamin B12 macht einen Komplex im Magen mit dem Intrinsikfaktor, und der Intrinsikfaktor schützt dann das Vitamin B12 durch den gesamten Dünndarm hindurch, der ist sehr lang, bis zum Ileum, also bis zum Enddünndarm, und hier erst wird das Vitamin B12 dann vom gesunden Dünndarm aufgenommen
und geht dann in die Leber. In der Leber wird es methyliert, also wird es nochmal in eine bioaktive Form umgewandelt und dann geht es im Körper und kann funktionieren. Also das Vitamin B12 hat einen weiten Weg, bis es mal zu uns in den Körper kommt und wirken kann. Ich zeige das auch hier nochmals ganz kurz an der Puppe hier. Hier haben wir den Magen, dann geht es B12, also hier mit dem Intrinsikfaktor. Na, kriege ich es auf, rein in den Dünndarm hier und dann durch den gesamten Dünndarm hindurch, der ist ziemlich lang, bis hier unten, wo der Dünndarm in den Dickdarm mündet, hier unten, da wird es dann aufgenommen und geht dann übers Blut in die Leber. Und wird hier nochmals verstoffwechselt und dann ab in den Körper. Und wenn wir hier ein sogenanntes Overgrowth-Syndrom haben, hier, und zwar, das zeige ich jetzt nochmal in dem Schaubild hier, dann haben wir hier eine Fehlbesiedlung vom Dickdarm, das ist der Dickdarm, in Dünndarm rüber, das sollte nicht sein. Und dann haben wir ein sogenanntes Overgrowth-Syndrom, also die Bakterien, die hier im Dickdarm sind, wachsen also hier rüber in den Dünndarm rein und dann ist der Enddünndarm hier in Mitleidenschaft gezogen und die B12-Aufnahme kann nicht mehr richtig funktionieren. Und dann haben wir einen B12-Mangel aus dem Grund. Es gibt also verschiedene Gründe, warum das B12 wirklich zu niedrig sein kann. Da brauchen wir A, mehr Vitamin B12, das ist mal das Wichtigste. Wir brauchen einfach, unser Körper braucht mehr B12 und B, wir können auch Tricks, also wir sollten das natürlich dann auch reparieren, die Ursache herausfinden hier, gell, ob es jetzt, der Magen ist oder ein Darmproblem oder auch, kann auch ein Leberproblem sein, ja, eine alkoholtoxische Leber zum Beispiel, die Menschen brauchen auch mehr Vitamin B12. Ein Trick wäre auch, wir nehmen das sublingual ein, also wir nehmen das per Tropfen in den Mund und lassen es einfach im Mund dann zergehen, dann wird es in der Mundschleimhaut schon aufgenommen und muss nicht diesen langen Weg hier gehen. Ein anderer Trick ist natürlich, wir spritzen es intramuskulär oder intravenös geht es auch oder subkutan, also mit einer kleinen Spritze ins Fettgewebe rein, das funktioniert auch. Dann haben wir es auch, haben wir auch einen anderen Weg wie diesen langen Weg hier. Also gerade bei diesen Geschichten hier, Magenprobleme, Magensäureblocker, Darmprobleme, ist häufig in Vitamin B12-Mangel zu sehen. Und da sollte man sich dann überlegen, ob es wenigstens als Tropfen einnimmt. So, und was ist nun das richtige B12, das wir dann zum Beispiel als Tropfen einnehmen sollten? Ich nehme es als Tropfen ein übrigens. Das wäre dann das Methylcobalamin, ne? Cobalamin heißt B12 und das ist dann die Verbindung hier, das Methylcobalamin oder das Adenosylcobalamin wären hier die besten zwei Formen, das sind nämlich die biologisch aktive Formen, Adenosyl und Methyl. Das Adenosylcobalamin, sagt man, wirkt mehr in der Zelle drin, das Methylcobalamin außen herum, aber das ist letzten Endes gar nicht so wichtig. Das Hydroxycobalamin oder Hydroxocobalamin, sagt man auch, das ist die natürliche Depotform, das ist quasi die Vorstufe aus diesen beiden, aus dem Hydroxy- oder Hydroxocobalamin wird das Adenosyl und das Methylcobalamin im Körper selbst gemacht. Das ist auch noch eine gute Idee. Und das Cyanocobalamin. Cyanocobalamin ist eine synthetische Form des Vitamin B12. Und das empfehle ich nicht, das empfehlen wir nicht. Weil ein Cyanocobalamin, da steckt ja das Wort Cyanid schon drin. Ne? Und wir wollen ja jetzt keine Cyanidvergiftung haben. Das ist ganz häufig in Vitamin B12-Produkten drin, auch in Kombinationsprodukten, wo mehrere verschiedene B-Vitamine drin sind, ist ein Cyanocobalamin drin. Ich habe das auch schon gesehen, dass in
hochdosierten Vitamin B12-Ampullen Cyanocobalamin drin ist. Und das finde ich persönlich nicht so witzig. Das empfehle ich nie. Und die guten Firmen, die B12 herstellen, die wissen das und haben eine von diesen drei Formen drin. Es gibt auch Kombinationspräparate, auch als Tropfen übrigens, wo alle drei Formen drin sind. Ich nehme meistens die beiden hier, Adenosyl und Methylcobalamin, mal dies, mal jenes. Das ist völlig in Ordnung und dann bin ich auf der sicheren Seite. Also hier, das wissen viele nicht. Cyano, bitte meiden. Hydroxy, Hydroxo ist in Ordnung. Adenosyl ist sehr gut, Methyl ist sehr gut. Ganz einfach. Dosierung 100 bis 500 Mikrogramm pro Tag wäre gut. Es kann auch höher dosiert werden bei bestimmten Symptomen. Ne, wenn die Nerven angegriffen sind, wenn du einen starken Vitamin B12-Mangel hast oder eben, wie ich schon vorhin sagte, Magensäureblocker nimmst oder ähnliches, dann muss es höher dosiert werden, je nachdem auch, ob man es dann schluckt oder sublingual einnimmt, also im Mund zergehen lässt oder ob man spritzt. Da muss man dann am besten wirklich den Arzt fragen. Ne? Das ist dann das Beste. Oder den Therapeuten, Heilpraktiker, die wissen das natürlich auch. Und dann noch ein kleiner Trick an der Sache. Viele Menschen sagen, oh, ich kriege da Pickel davon vom B12. Das stimmt auch. Viel Vitamin B12 kann auch mal so ein bisschen unreine Haut machen. Da nimmt man dann einfach ein Biotin dazu, das Vitamin B, weiß ich gar nicht, welches ist, B7 oder so. Auch egal. Also das Biotin nimmt man hier dazu und in guten Präparaten, in guten Kombipräparaten ist auch immer ein Biotin mit dabei. Die wissen das, die Leute, die das zusammenstellen. Oder man kauft sich das extra. Das gibt es im Drogeriemarkt schon für 1 Euro, 2,99 Euro. Einfach dann 5 Milligramm Biotin mit einnehmen. Niedrige Dosierung, das reicht. Dann haben wir hier noch ein Hinweis noch, in jedem kleinen Blutbild, das ein paar Euro kostet, wird der MCV-Wert getestet, das mittlere korpuskuläre Volumen. Das ist der MCV-Wert, das mittlere Volumen der roten Blutkörperchen, wird in jedem kleinen Blutbild getestet. Wenn du ein Blutbild von dir zu Hause hast, schau nach dem MCV-Wert, der ist immer drauf. Und der sollte unter 95 liegen. Wenn der über 95 liegt, dann hat man mit einer relativ sicheren Wahrscheinlichkeit einen B12-Mangel oder auch einen Folsäuremangel. Hier, ja, man sagt ja auch Folsäuremangelanämie oder Vitamin B12-Mangelanämie, perniziöse Anämie. Wenn der über 95 ist, dann kann man schon davon ausgehen, dass man B12-Mangel hat. Das sehe ich dann auch schon immer auf ganz normalen Blutbildern. Das ist immer drauf, oh, da ist ein Hinweis auf einen B12-Mangel da. Also über 95 Femtoliter heißt es, FL steht dahinter. Dann hat man einen Hinweis, ah, sollte ich vielleicht mal B12 einnehmen. Das ist noch ein kleiner Hinweis von mir. Gut, ich hoffe, ich habe das einigermaßen gut erklärt und du kommst mit zurecht. Nochmals ganz kurz die Facts. Adenosylcobalamin, Methylcobalamin. Hydroxycobalamin und das Cyanocobalamin, das streichen wir durch. So, das gibt es jetzt nicht mehr. Schau mal drauf, steht auf jeder Packungsbeilage drauf, was für ein B12 drin ist. Häufig steht B12 2 Mikrogramm oder B12 10 Mikrogramm oder auch mehr, ne? Je nachdem wie viel drin ist. Und die schreiben aber nicht hin, was für eins. Da musst du in der Zusammensetzung nochmal schauen. Das steht immer drauf, irgendwo steht es dann versteckt drauf, was für ein B12 drin ist. Und darauf bitte Acht geben, das ist mir ganz, ganz wichtig. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich sage, bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.